Letztlich ist doch alles eine Frage der Haltung. Weniger, wie man sich eine Ukulele hält, als vielmehr, wie man die Ukulele hält. Und ich bin da nicht zu streng, ich will aber trotzdem ein paar allgemeine Hinweise geben. Haltet das Instrument aufrecht. Ihr könnt die Beine übereinander schlagen, sie auch nebeneinander stellen, aber vielleicht als Anfänger, als Anfängerin noch nicht so sehr im Lagerfeuermodus, sondern aufrecht auf dem vorderen Drittel des Stuhles sitzend die Ukulele halten. Und zwar hält man das Gerät in erster Linie mit dem rechten Arm, dass es nicht runterrutscht. Die linke Hand sollte möglichst frei sein. Also nicht, was ich oft sehe, ist dieses hier. Oder auch gerne so dieses. Ist auch wirklich schwierig. Da kommt man nicht in die richtige Haltung. Also, Instrument aufrecht. Hier so ein bisschen reinklemmen, dass die linke Hand frei ist.